Miri isst ihren ersten Bagel in den USA. Was haben wir heute für einen Tag? 57. Heute ist Freitag, der 5. September. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Flushing Meadows Tennis Center, um uns am NDUS Open anzugucken. Ja, wir tun es uns schon zum zweiten Mal an, mit dem Auto von Manhattan nach Queens zu fahren. Man kriegt hier noch keinen Eindruck davon, wie das so ist. Das ist nämlich schrecklich. Gibt keinerlei Spuren im Prinzip oder Ampeln sind auch wertlos. Ja, außerdem darf man sich nicht davon beirren lassen, dass permanent gehupt wird. Meistens begrüßen sich die Leute nur oder hupen nur zum Spaß. Ich fahre jetzt von Manhattan nach Queens und schauen wir mal, ob wir da Last Minute So, wir haben es nicht mehr geschafft, das Arthur-Ashe-Stadion der Flushing Meadows zu finden. Wir haben auch noch Karten bekommen heute. Das ist toll. Und wir werden heute sehen, das Halbfinale der Frauen und das Finale der Männer im Doppel. Schauen wir mal. Ich habe noch keine Ahnung, wer das genau ist im Einzelnen, aber es wird bestimmt ganz cool. So sieht das aus, wenn man im Arsch Stadium sitzt. Ist gar nicht so spektakulär. Es war schon cool, aber ja. Wir sitzen hier jetzt kurz vor dem Finale der Herren Doppel. Und im Moment herrscht noch freier Platz, weil wir können also bis darunter zur ersten Reihe laufen, aber wir haben uns hier hingesetzt und finden es ganz gut. Das ist ein ganz cooles Stadion. Yeah.
not trying to hear that shit. Läuft DJ Ötzi auf den Tour.